Ja, liebe Freunde in Berlin und überall, wo ihr mich jetzt hören könnt, ich habe mich hier angeschlossen und in Deutschland gibt es angeblich keine Krise, das heißt, hier in Deutschland ist sie nur nicht sichtbar. Wir bekommen von den Krisen in den anderen Ländern ganz, ganz wenig mit, weil die Medien so gut wie gar nichts berichten. Wenn, dann wird über gewalttätige Ausbrüche berichtet, zum Beispiel in Griechenland. Das heißt aber nicht, dass das Elend hier nicht sichtbar ist. Man kriegt hier auch Informationen. Das Problem ist eigentlich, dass wir hier in Deutschland von unseren Medien immer hören, es seien faule Südländer, die können nicht wirtschaften. Ich finde, das ist eine Beleidigung für diese Kulturen, für diese Menschen, die in ihrem Leben schon mehr geleistet haben als manch ein Manager von einem Hedgefonds. Die Rettungsgelder, die dorthin gehen, die retten unterm Strich unsere Renten. Firmen wie Deutsche Bank, Münchner Rück, Allianz spielen mit in diesem Spiel und sind im Prinzip die großen Zinsgewinner. Die Menschen dort sind in Zinsknechtschaften. Hier in Deutschland sagt man, hat man keine Krise. Man prahlt mit Arbeitslosenzahlen, die ja, wie man weiß, geschönigt sind. In den Zahlen tauchen nicht die Leute auf, die arbeitsunfähig sind, tauchen nicht die Leute auf, die in Bildungsmaßnahmen oder ähnlichen Maßnahmen stecken, tauchen nicht die Leute ein, die prekär beschäftigt sind, zum Beispiel Menschen im Wachschutz verdienen in Deutschland 7,01 €. Das reicht nicht zum Leben, das reicht nicht für die Miete. Es gibt viele Arbeitnehmer in Deutschland, die sind auf zusätzliche staatliche Leistungen angewiesen. Wo kommen die her? Diese staatlichen Leistungen generieren sich zum Teil aus Steuereinnahmen und leider auch zu einem großen Teil aus Rüstungseinnahmen. Deutschland ist der drittgrößte Rüstungsexporteur der Welt und in Europa einer der größten. Während die Länder in Griechenland, Spanien, Portugal, Irland, Italien drastische Sparpakete schnüren, sind in unserem Delegation immer anwesend mit dabei, wenn es so um die Krisenbesuche geht, immer Vertreter der Rüstungsindustrie. Da werden kleine Geschäfte gemacht. Am besten liefen die Geschäfte zuletzt mit Griechenland. Auch Portugal erhält von uns massiv Ausrüstung. Also, wir haben hier keine Unruhen in Deutschland, aber mir tut's weh, wenn ich in den anderen Ländern, ob in der arabischen Welt, sehe, wie da Menschen zusammengeschlagen werden mit Knüppeln aus deutscher Produktion, Polizeischilder aus deutscher Produktion. Es gibt so viel Technologie, die wir verkaufen, um Menschen zu unterdrücken, eben zu unterdrücken in den Krisen, den wir hier mit unserem Lebensstandard herbeiführen. Unser Lebensstandard basiert darauf, dass wir in anderen Ländern ausbeuten, dass wir in anderen Ländern unsere T-Shirts färben lassen, nähen lassen, dass unsere Nahrungsmittel aus anderen Ländern kommen. Davon leben wir. Die tragen die Zeche. Wir haben ja auch die Schnauze voll in Deutschland. Es werden immer mehr. Täglich finden Demonstrationen statt in allen Städten. Natürlich hört man da nichts von. Genauso wenig, wie man davon hört, wenn sich Menschen friedlich zur Wehr setzen. Man hört im Grunde nur Gewalt. Aber was ist Gewalt? Ist es nicht Gewalt, drastische Sparpakete zu schließen? In dem einen Land sehr sichtbar, in anderen Ländern mit einer schleichenden, einhergehenden Verelendung von immer mehr Menschen, die sich kaum noch etwas leisten können, die kaum noch zu einer gesellschaftlichen Teilhabe fähig sind. Und dazu dann die ganzen Lügen über die Hartz-IV-Empfänger, die nur faul sind, die auch vom Flaschensammeln gut leben. Die Lügen vom Griechen, ja, der ja überhaupt nicht rechnen kann, und die Wirtschaft und überhaupt. Also ich glaube, da fanden die ersten Olympischen Spiele statt. Also das zeugt eigentlich von Hochkultur. Und das, was hier so ist, diese Banker, diese Türme, die werden auch wieder vergehen. Bitte Leute, seid solidarisch, informiert euch, das ist mit eins der wichtigsten Sachen in dieser Zeit. Die Presse erzählt nichts, die Medien erzählen grundsätzlich nichts, was in anderen Ländern ist. Ich bin überzeugt davon, dass in Spanien, dass in Griechenland und ähnlichen Ländern versucht wird, ein schlechtes Bild zu erzeugen von den Deutschen und die Merkel. Ich kenne keinen mehr, der an Merkel glaubt. Ich kenne keinen mehr, der ihr vertraut. Und deswegen nicht in meinen Namen. Stop Troika!